Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Saphir Duo Team Challenge. Im letzten Part sind wir von Wurzelheim aus Richtung Blütenburg City gegangen und haben auf dem Weg natürlich auch erstmal unser zweites Teammitglied eingeholt. Das heißt, unser Team ist jetzt komplett mit unserem Freund Luke, dem Luturze, was erstmal noch ein bisschen dazulernen muss, denn ihm fehlen noch so ein paar schöne Attacken. Auf jeden Fall kamen wir nach Blütenburg City und haben dort auch Heiko getroffen und mussten ihm erstmal beibringen, wie man Pokémon fängt. Alles in allem war es das eigentlich schon. Und jetzt hat der gute Fatih von uns natürlich uns geraten, wir sollen alle möglichen Arenen hier in der gesamten Region erstmal besiegen, kann man sagen. Und das heißt, wir machen uns als nächstes auf den Weg Richtung Meteros City. So, Heikos Haus. Ach, dem gehört also auch ein Haus, das ist ja wunderschön. Gehen wir mal rein. Hier sind anscheinend die Eltern. Du, ach, du bist bestimmt Kepko, richtig? Danke, dass du dich um Heiko gekümmert hast. Er war schon als Baby immer zart und kränklich. Wir haben ihn für eine Weile zu Verwandten nach Wiesenflur geschickt. Die Luft ist dort viel sauberer als hier. Was heißt das? Wo ist Heiko? Er ist fort, unser Heiko? Ich frage mich, wo er jetzt wohl sein mag. Das ist eine gute Frage, würde ich mir eigentlich auch stellen in der Hinsicht. Heiko war richtig glücklich, als er uns erzählte, dass er ein Pokémon gefangen habe. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so glücklich erlebt. Ja, ja, okay. Kann natürlich einmal passieren. An sich haben wir noch was zu tun. Wir haben ja auch schon eingekauft. Also in der Hinsicht ist eigentlich alles erledigt. Müssen wir sonst noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Naturzeug habe ich auch vorne und es ist bereit, dazu zu lernen. Also würde ich sagen, betreten wir die nächste Route und bekämpfen den nächsten Trainer. So. Okay, alles klar. So, da ist schon die... Nee, das ist kein Trainer, oder? Nee, das ist kein Trainer, alles klar. Oh nein, ich bin kein Trainer, aber es stimmt schon, wenn Trainer sich in die Augen schauen, das ist eine... Achso, ist das eine Herausforderung zum Kampf, alles klar. Willst du nicht kämpfen, weiche ihren Blicken aus. Na gut, mache ich gerne, aber allerdings bei dir hin nicht, oder? Dankeschön, so wollte ich haben. Spuren zu hinterlassen ist total lustig. Ja, ich werde dir auch gleich eine Spur setzen, mein Freund. Ganz sicher. Oh, mit coolen Sandeffekt hier. Fridolin mit seinem Samuzel. Und die sind schon Level 6 hier. Gefällt mir das? Ich glaube eher weniger. Luke, du musst wieder rausgehen. Lass uns mal Herschel übernehmen hier. So. Was kannst du denn so? Härtner kannst du. Jo, das ist kein Problem. Damit kann ich leben. Ich will nur hoffen, dass Luke bald eine schöne Attacke erlernt. Und vor allen Dingen, wenn Herschel mal Glut erlernen sollte, das wäre sehr praktisch. Ich glaube, beim nächsten Level ist es sogar schon soweit, ne? Auf Level 10 dürfte Herrscher dann schon Blut beherrschen. Okay. Kratzt es zu Tode. Das macht irgendwie sehr wenig Schaden, ne? Oh, jetzt kommt mir Geduld. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Denn, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Geduld funktioniert. Also erstmal muss man sich natürlich, hinsetzen und Energie speichern. In der Zeit kann er ein paar Angriffe natürlich einstecken, aber je mehr ich jetzt angreife, umso mehr Schaden wird er mir gleich mit Geduld machen. Das heißt, ich mache ihm am besten jetzt gar keinen Schaden. Greife ihn also nicht an und dann schlägt die Attacke fehl. So, jetzt habe ich Energiefokus und Holder drauf, das heißt, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr Schaden machen. Plopp, und da war der Volltreffer. Muss mal endlich mal einer kommen. So, Luke erreicht Level 6 und die Werdeboost könnte ein bisschen besser sein. Leider auch keine Attacke, okay. Ich hätte gerne bald mal sowas wie Absorber oder Blubber oder sowas in der Art. So, ich würde sagen, wieder mal einmal auswechseln. Luke, du brauchst nämlich die Erfahrungspunkte. Plopp, hallo Luke. Dum, 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 dum. Schwalbini. Level 8 schon. Okay, die steigen ganz schön an. Muss ich aufpassen. Wenn er jetzt einen Schnabel kommt, hat Luke nicht mehr wirklich viel zu lachen. Los, Herschel, du schaffst das. Ja, da kommt der Schnabel. Gut, dass ich noch kein Kampf-Pokémon bin. Okay, dass du schneller bist. Okay, mit dem Rückzug geht das recht. Und das macht viel Schaden. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Da muss ich mich erstmal heilen. Gut, dass ich 6 Tränke habe. Wollen wir hoffen, dass sie reichen. Die Schwalbini könnte ganz schön hart werden. Okay, Rückzug. Oh, alter Schwede. Soll ich jetzt mal auf den Heuler gehen? Bringt mir das überhaupt? Ich bleib mal auf Kratzer. Okay. Er geht selbst auf den Heuler. Auch nicht wirklich schön. Dum, 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 dum. Okay, das macht wirklich gar nichts. Ich gehe selber auch mal auf den Heuler. Du wieder zurückgehst, machst du noch 9 KP Schaden oder sogar noch mehr. Das war zu viel, mein Freund. Ich muss dich wieder heilen. Du Scheiße, Leute. Da ist ganz schön gefährlich. Das ist in Alpha Saphir auch so. Da gab es auch ein Schwalbini, was verdammt viel Schaden drücken kann. Zug gibt schön und gut. So, gut, dass ich einen Heuler eingesetzt habe. Das macht jetzt ein bisschen weniger Schaden. Noch ein Heuler. Du machst das genauso. Okay, jetzt könnt ihr jetzt auch ein bisschen hinziehen. Außer ich bin so schlau und gehe jetzt auf den Energiefokus. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so dumm. Soll ich dies tun? Dann ist meine Chance, jetzt besser zu treffen, glaube ich, gar nicht. Also stärkeren Schaden zu machen, besser. Oh Mann, der. Du kannst mich wunderbar kopieren, mein Freund. Wow. Wir machen beide dasselbe, die ganze Zeit. Heuler, Heuler, Energiefokus. Will ich nur hoffen, dass ich den Crit jetzt bekomme. Kratzer, komm schon. Ruckzuckieb. Das war schon mal kein Crit. Kriege ich den Crit? Ja, ich krieg ihn.
Den habe ich gewollt. Dankeschön. Sehr schön, Herschel. So will ich das sehen. Luke erreicht Level 7. Oh, das sieht schon um einiges besser aus. Und Absorber, endlich eine sinnvolle Attacke, mein Gott. Ach, so wollte ich das haben. Level up. Und das dürfte jetzt Glut bedeuten, oder? Natürlich. Oh, sehr schön. Sehr, sehr gut. Der war nötig hier. Igitt, ich habe Sand in den Schuhen. Das ist vielleicht unangenehm. Das kann gut sein. Wärst du nicht hier im Start rumgelaufen, ne? So, warst du nicht auch noch ein Trainer? Kann ich ja mit Tutze vorne bleiben. Das Meer, was? Ich möchte zu gern wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Das wirst du niemals erfahren. Und hier ist sogar ein Boot angelegt. Ein sehr kleines Boot. Da passen wir gerade so drauf und das Boot würde untergehen. Egal. Mr. Bracks Hütte. Gehen wir mal rein, aber hier scheint keiner zu sein. Also ist es auch egal. Alles klar. So, und sonst ist hier jemand. Blablabla. Nee, ich wollte dich nicht zweimal ansprechen. Hier ist auch nur Gras, mehr ist er nicht. Alles klar. Und hier gibt es doch Beeren. Schnapp ich mir sofort. Plopp. Und wieder. Alle Sträucher mit rausreichen, was geht hier? Raus damit. So. Mal überlegen, ob ich irgendwann mal auch darauf zurückgreifen muss, diese Items auch mal zu tragen. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, und da ist jetzt ein Schnösel. Ich habe eine Tutze vorne. Vielleicht kann ich jetzt endlich mal was reißen. Mal gucken. Oh, natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ich habe eine Menge Geld. Ja, das ist ein Zusammenhang, der mir jetzt nicht wirklich schlüssig wird, mein Freund. Mein lieber Schnösel. Du nimmst die Herausforderung an, weil du eine Menge Geld hast, ja. Mit einem Zickzack, natürlich. Das bedeutet sogar, weil sie so viel Geld haben, können sie auch wunderbar Tränke einsetzen. Und zwar nicht irgendwelche Tränke. Okay, erstmal Routen schlagen, warum auch nicht. Erstmal absorben. Wie viel kriege ich denn da raus? Wir sind ja auf dem gleichen Level. Plopp. Das dachte ich mir schon fast, dass das ziemlich wenig macht. Absorber ist doch eine spezielle Attacke und unser Spezialangriff wird ja gesenkt. Geh mal auf den Heuler. Okay, das macht er auch. Der Kampf könnte sich nämlich eine Weile hinziehen, muss ich sagen. Denn wir müssen ihn quasi zweimal besiegen, wenn er sich noch einmal hoch heilt. Soll ich das echt so in die Länge ziehen? Absorber, los! Gut, Rutenschlag. Ich glaube, ich gehe jetzt mal gleich raus. Dann können wir gleich erstmal die Glut ausprobieren. Bam! Ja, ich glaube, das wäre mir sogar lieber. Es dauert sonst eine ganze Weile. So, Herschel, du das wieder. Du bist zwar ein bisschen angeschlagen, aber das sollte kein Problem sein. Tackle. Ja, das macht gar nichts nach dem einen wunderschönen Heuler. Glut, verbrenne. Oh ja, so sehe ich das gerne. Das zum Thema Heilung. Du kamst nicht mal dazu. Oh, schön viel. So sehe ich das gerne. Warum könnte ich nicht gewinnen? Ich habe doch so viel Geld, verdammt. Und das kriegen wir jetzt alles sehr schön. So wollte ich das sehen. Gehen wir mal in den Blütenburgwald. Gruselig. Und wenn wir hier durch sind, dann sind wir auch schon fast in Meteor City. Und da ist ein Kapitän in der Erfahrungsbude, auch wenn es ganz kurz dabei ist. Ja, das stimmt. Das mache ich doch die ganze Zeit, mein Gott. Ja, unbeschadet, bla. So, können eigentlich auch mal nach rechts gehen. So. Oh, Knilz, süß. Okay, aber ich möchte, glaube ich, nicht drin bleiben. Wir machen eh kaum Schaden, glaube ich. Ich möchte nur nach rechts gehen, weil es hier noch Items gibt, glaube ich. Manchmal liegen auf dem Boden Dinge, die einem auf Anhieb gar nicht auffallen. Da schaue ich mich bei jedem Schritt sorgfältig um. Das muss aber ziemlich anstrengend sein. Und hier kann man schon sehen, hier ist eine freie Stelle. Da muss ein Item sein. Trank erhalten, sehr schön. Den brauche ich auf jeden Fall. Oh, wildes Pokémon. So, und wieder Knilz. Ich weiß, ich bin immer noch super in Pokémon-Ruf imitieren. Das liegt mir im Blut. Das braucht ihr mir auch gar nicht in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß es einfach. So, jetzt sind wir wieder zurück, einfach nur um dieses eine Item zu holen. Die Frau lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Pokéball erhalten. Den brauchen wir auf jeden Fall nicht so schnell. Außer wir brauchen wieder für Ems laufen oder so. Aber ich werde mir irgendwann später mal ein Pokémon fangen, was wir zum Fliegen benötigen. Aber erst, wenn wir es auch können, ne? Und wieder ein Käfersammler, okay. Alles klar, jetzt auch wieder Käfer-Pokémon, ne? Und Zickzacks, okay. Was ein Käfer-Pokémon, natürlich. So, Luke, du musst aber nicht gegen wilde Pokémon antreten, außer du kannst nicht flüchten. Heule ist zu Tode, natürlich. Kannst du gerne machen. Hab nichts dagegen. Außer lass uns bitte mal flüchten. Nein! Komm schon, Luke, du schaffst das. Du bist schnell genug. Lass dich nicht zu Tode heulen. Du kriegst es hin. Los! Dankeschön. So wollte ich das sehen. Okay. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los! Mein Käfer-Pokémon-Team! Okay, auch hier wird Lotusse wahrscheinlich eher weniger bringen. Das heißt, hier muss ich auch gleich wieder rausgehen. Ach ja, der 6 Wampel-Pokémon-Trainer hier. Deadwin. Mit 6 Wampel. Aber Level 3. Wobei Lotusse kann ja auch mal was probieren, oder? Ich probiere mal einen Erstauner. Ein Erstauner. Okay, es macht wirklich wenig. Tackle.
Oh komm, Luke soll mal einmal ein einziges Pokémon alleine hinkriegen. Das würde ich ihm jetzt vergönnen. Das schaffen wir jetzt, Leute. Das kriegen wir hin. Überleben wir es so oder so. Notfalls gehe ich halt gleich wieder in Herschel und das kann dann mit Glut alles verbrennen, was es geht. So. Erstaunlich zu Tode, weil der Absorber ist nicht sehr effektiv. Plop. So, 34 Erfahrungspunkte und das reicht für ein Level Up. So sehe ich das gerne. Uiuiui, okay. Dum, 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 dum. Oder sollen wir so drin bleiben? Ich glaube, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Ich bleib mal drin. Ich glaube übrigens auch, dass die erste Arena gar kein so großes Problem sein wird. Zumindest wie ich das an meinen Pokémon so sehe, weil die sind eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt gegen Gesteins-Pokémon. Oh, jetzt habe ich gespoilert, was als nächstes kommen wird. Fadenschuss. Das kannst du gerne machen. Ich sollte eigentlich immer noch schneller sein, oder? Luke, bitte enttäusch mich nicht. Du bist schneller, bitte. Danke. Bam. So, dritter sollte ausreichen. Okay, jetzt kann ich nicht mehr versichern, ob ich schneller bin. Aber so wichtig ist es nun auch nicht. Luke, du kriegst es hin. Auch dieses kannst du besiegen. Okay, jetzt bist du schneller. Okay. Oh, ja, natürlich noch einen Crit reinhauen. Warum auch nicht? Hab nichts dagegen. Tschüss, Wampel. Das war Nummer 2. Und ab jetzt macht das mal bitte unser Freund Herschel. Ich bin auch im Überlegen, ob ich jetzt weiterhin mit Tränken heilen soll oder doch lieber mal zurücklaufe, um mich so zu heilen im Pokémon Center. Mal gucken. Je nachdem, wie der Kampf gleich ausgeht, obwohl ich sicher bin, ich werde nur ein paar AP verlieren. Mehr wird es nicht sein. Tschüss, Wampel. Nummer 3. Also quasi Nummer 1 von Herschel. Die anderen drei werden jetzt auch gleich schnell fliegen. Ich glaube, so dringend braucht Lutzel die Erfahrungspunkte jetzt auch nicht. Außer wir brauchen dringend wieder Attacken. So. Du sagst auch Tschüss. Ich glaube, ich wechsle doch lieber dann wieder in Lutzel und gehe dann wiederum zurück auf Herschel. Ich glaube, das mache ich lieber. Ja, das mache ich. Ja, ja, das zieht sich gerade so ein bisschen. Ist mir schon bewusst, aber wir haben hier keine andere Wahl. So. Ich glaube, ein einziges wirst du... Nee, komm. Wir wechseln auf Herschel, das dauert mir sonst zu lange. Ich habe gerade wieder überlegt, ob Lutzel das doch dann macht, aber... Nee, nee, nee. Das macht Flemmy. Noch ein Fadenschuss. Ach, die alte Musik, Leute. Es ist so toll. So, Glut ist zu Tode, das kriegst du hin. Ach ja, ein langer Kampf geht gleich vorbei. Oder zu Ende, wie auch immer. So, reicht das gleich noch für ein Level ab? Also, okay, für uns nicht. Und wechseln möchte ich jetzt auch nicht mehr. Das lohnt sich nicht. Hallo, Wampel. Das sechste in Folge. Der hat auch nichts anderes zu tun, als Wampel zu fangen, oder? Na gut, zumindest ist auch der letzte besiegt. So, das war's, mein Freund. Fast Level 11, hui. Ich habe all diese Pokémon, aber ich konnte doch nicht gewinnen. Ja, die Menge allein zahlt sich nicht immer aus. Und da gibt es wieder ein Item. Nehme ich gern mit. Da. Parheil erhalten. Okay. Ich glaube, ich laufe doch jetzt lieber mal wieder zurück, oder? Ich habe jetzt keine Lust, wieder Tränke zu verschwinden. Die brauchen wir zu anderen Fällen. Mit Sicherheit. So, Capgo, lauf! Lauf wie noch nie zuvor. Und ich werde jetzt erstmal außerhalb hier rumrennen, weil ich mir sicher sein kann, dass jetzt wieder ein wildes Pokémon auftaucht in diesem Grasfeld. Und deswegen... Macht es lieber so. Wir sind ja schon wieder da, Leute. Kein Grund zur Panik. So, kurz wieder geheilt. Die Tränke müssen uns auf jeden Fall aufsparen. Auf jeden Fall in der Duo Team Challenge ist recht. Da werden wir viel heilen müssen. Da bin ich mir sicher. So. Jetzt habe ich wieder einen Turzel vorne, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Weil ich weiß, dass jetzt gleich kommen wird. So, und mal wieder außen rum, weil wir sonst nichts zu tun haben. Au. Wie konnte ich bloß dagegen stoßen, obwohl da keine Wand ist? Man weiß es nicht. So, ab mit uns wieder da rein. Und dann sind wir auch schon bald in Meteor City. So, von der Zeit her könnten wir es tatsächlich schaffen. Mal gucken. So, hoch hier. Na, komm schon. Lauf doch nicht immer gegen diese Bäume hier. So, dann gehen wir mal von hier aus nach oben und... Oh, was ist das für einer? Kein einziges zu finden. Hallo, du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knitz hier gesehen? Ja, habe ich. Ich liebe diese Pokémon. Ich auch. Und wer ist das? Ein Aquarüpel, was? Hä? Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten machte mich ganz krank, also hier bin ich. Hey du, Forscher von Devon, gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Huch, was machst du da eigentlich? Was, du schützt ihn? Eigentlich stehe ich hier nur. Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand! Los, kämpfe gegen uns. Du drehst von dir in der dritten Person oder von Team Aqua? Egal, auf jeden Fall geht das hier nicht mit rechten Ding zu. Team Aquarüpel mit einem Pfiffchen. Okay. Und zwar Level 9. Luke, du darfst den Anfang machen. Sauge Maritischen aus.
Oh, wir sind sogar schneller. Wow, Luke, du hast richtig an Initiative gewonnen, glaube ich, oder? Ja, das ist doch schön. So, was kannst du so? Sandwirbel. Ach, wieder diese Noob-Taktik hier. Du kannst doch nichts anderes. Ich werde dich treffen jetzt nicht mehr. Natürlich nicht. Nach einem Sandwirbel. Dankeschön. Oh, Jaula, okay. Weil ich weiß, dass ich die nächsten drei Runden jetzt wieder nicht treffen werde mit meinen Angriffen, gehe ich doch lieber direkt raus in Hirsche und mache so dieses Pfiffchen fertig. Ja, natürlich. Als hätte er es geahnt. So, Herschel, ich weiß, du kannst es besser als Luke. Natürlich. Und du... Mann, warum? So, komm schon, Herschel, du kriegst das hin. Du schaffst es. Das ist nicht wahr. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt hat er schon einen verdoppelten Angriff durch seinen Jaula. Jungs, sie können doch nicht wegen einem Sandwirbel hier einfach die ganze Zeit nicht treffen. Na, geht doch. Wie viel Schimpf macht das? Ja, das, okay. Damit bin ich noch halbwegs zufrieden. Herschel, du musst jetzt nur noch treffen. Ansonsten wird es ein bisschen blöd. Ah, danke schön. Ich meine, bei drei Jaulern ist dieses Pfiffchen schon ganz schön gefährlich. Okay. Reicht für Level 9 bei Luke. Sehr schön. Und für Level 11 bei Herschel. Was ein Duo. Sehr schön. Team Aquaripple besiegt. Du hast mich geleimt. Du bist stark. Das kann gut sein. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfe noch einmal. Das würde ich jetzt zu gern sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Scheiße. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Meteoros City. Für heute lasse ich dich gehen. Und für morgen? Na egal. Das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Oh, das ist nett von dir, danke. Ein Superball. Werden wir jetzt also so schnell brauchen, aber egal. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass sie irgendwas in Meteoros City erledigen wollen? Oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Oh. Das war ziemlich random, aber egal. Wir sind ja eh auf dem Weg nach Meteoros City, also können wir uns auf dem Weg nochmal daran erkundigen, was da so los ist. Okay, aber einen Trainer haben wir ja noch. Der sieht uns aber nicht. Hallo. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Das glaube ich eher weniger. Ich könnte ja auch mal morgen zur Schule gehen und mal gucken, ob ich so irgendein anderes Insekt mitnehme und ob die das cool finden, Gernot. Mit Entkader, obwohl das ein Entkader, also ein Entkader schon wirklich cool. Muss man schon sagen. Wenn ich jetzt schon eine Wasserattacke hätte, dann würde ich ja richtig feiern. Aber nein, habe ich ja nicht. Dann muss ich eben so agieren. Hab ja keine andere Wahl. Du musst immer den gleichen Schaden irgendwie, ne? Härtner, okay, das bringt ja schon mal gar nichts. Komm, Luke, du kriegst auch ein Level 8 Pokémon alleine hin. Das weiß ich. Das kriegst du hin. Okay, schon mal die Hälfte an sich. Das ist gut. Was kannst du denn? Okay, du kannst Härtner. Das ist toll. Ich glaube, du kannst auch Blutsauger. Das ist eine der wenigen Attacken, die mir auch Schaden machen. Also sehr effektiven vor allen Dingen. Und vor allem kriegst du dann KP wieder. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Oh, ja, yeah, schön. Ich habe auch gerade, ich habe gerade kurz gedacht, oh, jetzt ein Crit wäre gut, aber dann kommt er natürlich auch. Sehr schön. Oh, 111. Alter Schwede, fast ein Level up. Sehr schön. Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Kannst du auch so nicht. So, das wäre eigentlich auch erledigt hier. Äther gefunden. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Okay. Obwohl, naja, wenn wir nur mit zwei Pokémon kämpfen, man weiß es nicht. Denn dann werden irgendwann die AP ausgehen. Dazu könnten wir auch eigentlich Ether ganz gut gebrauchen, wenn ich so richtig überlege. Na gut, und interessante Zerschneiderbüsche, die wir hier zum ersten Mal sehen. Okay, aber wir sind jetzt echt durch. Das war's mit dem Blütenburgwald. Und wir sind auf Route 104. Auf der Route, wo wir eben schon waren übrigens, ist die gleiche Route. Das wissen viele nicht. Die Route unterhalb von vom Blütenburgwald ist genau die gleiche wie hier oben. So, erstmal wieder Beeren einsacken. Und ich glaube, da ist noch eine TM, die wir uns abholen müssen. So, Hallöchen. Ich liebe es, meinen Mund voll Saatkörner zu nehmen und sie dann in hohem Bogen auszuspucken. Du kannst dies hier haben. Versuch es einfach mal. Wende es an ein Pokémon an und es wird lernen, in schneller Folge Saatkörner auszuspucken. TM9 erhalten. Sehr schön, die erste technische Maschine. Alles klar, das ist eine Pflanzenattacke. Kann das unser Lotuzel lernen? Also Flamie wird es auf jeden Fall nicht lernen. Ich denke mal, wir können auch TMs in, voller Manier hier einsetzen, wie wir wollen, wenn wir eh nur zwei Pokémon benutzen. Und ich glaube, Luke, ja. Luke kann es lernen, also geben wir das auch mal. Warum auch nicht? Ist ja eine physische Attacke. Warum? Das können wir eigentlich ganz gut nutzen sogar. Okay, und sonst, was haben wir hier so? Blütentraum Blumenladen. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. So, hier erstmal ein Pokéball finden. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwo ein Item versteckt ist. So, und hier Trank erhalten. Nehme ich erst recht. Ich glaube, hier sind sonst keine Items. Bin mir nicht ganz sicher. Doch, okay, auch ein Supertrank sogar. Sehr, sehr schön. Ich wusste doch, dass es hier noch Items gibt, aber mehr gibt es ja auf jeden Fall nicht. Mit Sicherheit nicht, okay. Und Wingull gibt es ja also auch. Ja, das klang unglaublich realistisch. Ich weiß, Leute. Das braucht ihr mir auch nicht zu sagen. So,
Ich würde sagen, wir gehen hier raus und ich kann eigentlich auch behaupten, Leute, das war's für heute. Wir haben den Blütenburgwald hinter uns gelassen. Im nächsten Part machen wir uns dann auf Richtung Mycteros City. Weit wird's ja nicht mehr sein und dann gucken wir mal wegen diesem komischen Aquarüpel und wir schauen natürlich auch bei der Arena von Mycteros City vorbei. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.